Wenn Sie im zeitigen Frühjahr in den Rheinauen spazieren gehen, jetzt hier in Karlsruhe, dann finden Sie teilweise flächendeckend am Boden, so wie hier auf dem Foto, den Bärlauch. Der Bärlauch gehört zur Familie der Amaryllidaceae, auf Deutsch Narzissengewächse, und diese Familie gehört wiederum zu den Monocotyledonen, also den einkeimblättrigen Pflanzen. Den Bärlauch möchte ich hier im Detail vorstellen. Die monokotylen Pflanzen sind eine große Gruppe innerhalb der Bedecktsamer, also gehören hier in diesen oberen Teil des Stammbaumes. Sie wurden als Gruppe erstmals von John Ray 1682 beschrieben, sind also schon sehr lange beschrieben. Er entdeckte nämlich, dass manche Pflanzen nur ein Keimblatt haben, also von Mono griechisch 1 und Kotyledon ist das Keimblatt. Und manche Pflanzen besitzen eben zwei Keimblätter. Und das sind dann hier die Dicotyledonen. Also, und alle zusammen sind eben die Angiospermen, die Bedecktsamer. Monocotyledonen besitzen kein Cambium, sondern die Leitbündel sind zerstreut angeordnet. Und demnach sind Monocotyledonen auch nicht zu sekundärem Dickenwachstum befähigt. Eine ganz berühmte Familie der Monocotyledonen sind die Palmengewächse, aber auch alle Gräser gehören dazu, eine riesige Familie, auch alle Orchideen und auch die heute in diesem Kurs besprochenen Amaryllidaceae gehören zu den Monocotyledonen Pflanzen. Was Monocotyledonen von Dicotyledonen unterscheidet, erfahren Sie jetzt auf den nächsten Folien. Wenn Sie heimische Pflanzen bestimmen wollen, ist es unbedingt notwendig, dass Sie Monocotyledonen und Dicotyledonen unterscheiden können. Ich hatte schon erklärt, dass sich der Keimling unterscheidet. Monocotyledonen haben, wie der Name sagt, nur ein Keimblatt. Das eine Keimblatt sieht man beispielsweise bei Gräsern nur in der Caryopse. Das ist das Scutellum, was Sie vielleicht aus dem Mikroskopiekurs noch kennen. Das ist später beim austreibenden Keimling nicht mehr sichtbar. Und hier, das hier ist eine kleine zweikeimblättrige Pflanze. Das Primärblatt, also das reguläre Blatt, das kommt hier schon raus und sieht gewöhnlich ganz anders aus als die Keimblätter. Der Blätterstand ist bei Monocotyledonen meist zweizeilig oder grundständig. Bei Dicotyledonen sind die Blätter am Zweig angeordnet. Das kann wechselständig oder gegenständig sein. Also gegenständig heißt, die Blätter stehen sich am Zweig gegenüber. Wechselständig, dann wechseln sie in ihrer Stellung am Zweig ab. Die Blattform ist bei Monocotyledonen meist ganz typisch. Also entweder ist die Nervatur parallel, so wie hier an diesem Gras zu sehen ist. Und sie sind ungeteilt, meist ganz randig. Und bei Dicotyledonen kann die Blattform sehr divers sein. Und es gibt eine Netznervatur, wie man hier sieht, an diesem Blatt die Nervatur. Der Blattrand kann verschieden gestaltig sein. Oder hier ein Blatt kann gelappt sein, gefingert oder ganz verschiedene Formen haben. Die Blüte besteht bei Monocotyledonen aus dreizähligen Wirteln. Also das heißt, sind immer Kreise, zum Beispiel aus drei Staubblättern, die wie hier zusammen dann sechs ergeben, weil das zwei Kreise sind, oder eben hier zwei mal drei Kreise aus Tepalen, also die das Perigon bilden. Die Blütenhülle, ist nicht unterschieden zwischen Kelch und Krone, sondern in diesem Fall sind alle Kronblätter gleich gestaltet, dann spricht man von einem Perigon. Und das sind hier eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tepale. Also das Perigon besteht aus sechs Blättern, zweimal drei Kreisen. Bei Dicotyledonen sind die Blüten oft fünfzählig, können aber auch ganz anders gestaltet sein, manchmal vierzählig. Das lässt sich jetzt hier nicht so einheitlich sagen.
Die Wurzel nennt man bei Monocotyledon Homoritz. Das heißt, die Hauptwurzel existiert nicht mehr, sondern es sind lauter gleichwertige Wurzeln, die hier in dem Fall der Zwiebel entspringen. Bei den Dicotyledonen nennt man die Wurzel Aloritz. Es gibt eine dicke Primärwurzel, von der die Seitenwurzeln abzweigen. Um Bärlauch zu bestimmen, muss man einfach so ein paar grundlegende Beobachtungen machen zunächst. Bärlauch ist eine Landpflanze, das klingt jetzt hier so selbstverständlich, wird aber auch im Bestimmungsschlüssel immer wieder abgefragt. Und manche stolpern schon darüber. Sie wächst zwar in den Rheinauen, aber ist fest in der Erde verankert und schwimmt nicht im Wasser, also ist eine Landpflanze. Die Blätter sind hier in dem Fall grundständig und nicht in einem Blatt Quirl angeordnet. In einem Blatt Quirl sind die Blätter von Paris quadrifolia, der Einbeere, angeordnet. Paris quadrifolia ist insofern eine sehr interessante Pflanze, weil es eine Ausnahmepflanze unter den Monocotyledonen ist. Sie besitzt zwar kein Blatt, aber sie besitzt Blätter mit Netznervatur, wie Sie hier auch auf dem Bild sehen, und die stehen zu viert in einem Scheinquirl und somit schon wieder eine Ausnahme. Manchmal können auch fünf oder sechs Blätter vorhanden sein und sie entwickelt eine Beere. Die Blüte ist auch nicht dreizählig und diese Beere ist giftig durch Saponine. Also insofern eine komplette Ausnahmepflanze unter den Monocotyledonen, blüht zur gleichen Zeit auch in den Rheinauen, kommt aber bei weitem nicht so häufig vor wie der Bärlauch. Schauen Sie mal, wenn Sie in die Rheinauen gehen, ob Sie eine von diesen Einbärenpflanzen finden. Doch nun zurück zu unserem Bärlauch. Die Blüten, hier sehen Sie den ganzen Blütenstand mit den einzelnen Blüten, sind also nicht in einem Kolben. Das kennt man zum Beispiel von Maiskolben oder den Rohrkolben oder der Aaronstab. Auf den Aaronstab gehe ich gleich kurz näher ein, weil das auch so eine berühmte Ausnahme ist unter den Monocotyledonen. Die Blütenhülle, was ich vorhin schon erklärt hatte, besteht aus einem kronartigen Perigon. Das heißt, die Blüte hat hier keinen schützenden Kelch, keine grünen Kelchblätter, sondern alle Kronblätter sind gleichartig gestaltet. Den Aaronstab, beziehungsweise auf Lateinisch Aaron maculatum, möchte ich genauer vorstellen, weil das ist eine ganz faszinierende Pflanze. Sie gehört zur Familie der Aaronstabgewächse, Araceae. Das kennen Sie häufig auch als Zimmerpflanze, zum Beispiel Monstera. Also eigentlich eine Familie, die hauptsächlich in den Tropen verbreitet ist. Das Faszinierende an dem Aaronstab sind die sogenannten Kesselgleitfallenblumen, die eben von diesem großen Hochblatt umgeben sind, der Spater, und zahlreichen bis auf den Stempel und die Staubblätter reduzierten Blüten, die an einem Kolben stehen, dem sogenannten Spadix. Die Pflanze ist einhäusig und vorweiblich, also die Stempel entwickeln sich zuerst. Das Interessante ist dann, wie diese Pflanze bestäubt wird. Um das zu veranschaulichen, habe ich die Blüte mal geöffnet und man sieht hier die Blütenstandachse und zuunter sieht man die weiblichen Blüten und darüber die männlichen und ganz oben noch so ein Kranz steriler Blüten, die als Reusenhaare bezeichnet werden. Und die Reusenhaare dienen dazu, um das Eindringen von größeren Insekten zu verhindern und auch das Entweichen der gefangenen Insekten. Gefangen werden sollen nämlich die Schmetterlingsmücke Psychoda phalaenoides, die auch als sogenannte Abortfliege genannt wird. Und angelockt wird sie von dem Geruch von diesem lila Kolben. Diese Keule wird auch Appendix genannt und der riecht für unsere Nase sehr unangenehm, für diese Fliege sehr angenehm und die Weibchen denken, sie finden dort einen Ort zur Eiablage. Diese Schmetterlingsmücken, Psychoda phalaenoides, werden also angelockt, rutschen dann
durch auf dem Helm befindlichen Öltröpfchen in diese Blüte rein. Sie sind dann darin gefangen, dann reifen die weiblichen Blüten heran und geben einen Tropfen ab und dieser Tropfen nimmt dann den am Insekt befindlichen Pollen auf, der bleibt dort daran kleben. Im Laufe der Nacht platzen aber dann auch die Staubbeutel auf und bepudern die gefangenen Insekten. Und am nächsten Morgen erschlafft dann der Helm und die Öltröpfchen verschwinden und der Besucher kann einfach wieder entweichen und sich vom nächsten Ahrenstab anlocken lassen als falsche Eiablageort. Also hier noch eine ganz interessante, sehr berühmte Ausnahme unter den Monokotyledonen mit Netznervatur auf den Blättern. Ja, kommen wir wieder zurück zu unserer ursprünglichen Pflanze, die wir bestimmen wollten. Wir sind ja eigentlich beim Bärlauch. Ich habe jetzt hier so eine Blüte herausvergrößert und Sie sehen, sie hat 6 Staubblätter. Genau genommen sind es 2 Kreise mit je 3 Staubblättern und einen oberständigen bzw. 3 oberständige Fruchtknoten. Die kann man sehr deutlich sehen, wenn man in die Blüte reinguckt. Was heißt eigentlich ein oberständiger Fruchtknoten? Um den Begriff des oberständigen oder unterständigen Fruchtknotens zu erklären, muss ich noch mal ein bisschen abweichen. Hier ist jetzt eine Weißdornblüte abgebildet, also die hat wiederum nichts mit den Amaryllida-Zehen zu tun, sie gehört zu den Rosa-Zehen, aber daran kann man das gut erklären. Man sieht, die Blüte hat hier einen Kelch, also die ist hier so aufgeschnitten, aber trotzdem sieht man die Kelchblätter hier und Kronblätter. Hier sind also Kelch und Krone getrennt, anders als bei dem Bärlauch, den wir vorhin betrachtet haben. Und das nennt man dann Perianth. In diesem Perianth findet sich das Gynözium. Das Gynözium besteht aus dem Fruchtknoten hier unten, aus dem Griffel oder Stylus und der Narbe Stigma. Man sieht auch die vielen Staubblätter. Das zusammen ist das das Androtium, also sozusagen das männliche Organ der Blüte. Und oben schließen die Staubfäden mit den Antheren bzw. den Staubblättern ab. Die Staubfäden nennt man auch Filamente. Also so ist die Blüte aufgebaut. Wichtig ist daran, dass man erkennt, wo der Fruchtknoten angeordnet ist. Der Fruchtknoten in diesem Fall befindet sich unterhalb des Ansatzes der Kelchblätter, also unterhalb dieser Linie, die ich hier zeige, und der Kronblätter. Das heißt, er ist hier so versteckt unten und dann ist der Fruchtknoten unterständig. Hier habe ich auch wieder die Bärlauchblüte rausvergrößert. Setzt das Perigon, also eine Blütenhülle, die aus gleichartigen Tepalen oder Kronblättern besteht, unterhalb des Fruchtknotens an. Das heißt, der Fruchtknoten ist hier oben drüber. In diesem Fall ist der Fruchtknoten oberständig. Bei manchen Gattungen in den Rosazehen gibt es auch einen mittelständigen Fruchtknoten. Dann ist er so wie hier auf dem Bild in so einem Becher eingefügt. Doch nun endlich wieder zurück zu unserem Bärlauch. Der Bärlauch hat wie alle Laucharten, vielleicht merken Sie schon, Zwiebel ist auch eine Lauchart, eine Zwiebel als unterirdischen Spross- und Speicherorgan. Es gibt auch Pflanzen, die haben Knollen als unterirdisches Speicherorgan, aber wichtig ist eben, dass diese Pflanzen damit den Winter überdauern. Auf diesem Bild sieht man auch schön die humorize Wurzeln. Heutzutage wird sie je nach Literatur unterschiedlich gehandhabt. Manche sortieren die Lauchgewächse einfach den Amaryllidaceae ein, also den Amaryllis-Gewächsen. Und hier zum Beispiel im Rotmaler werden die Lauchgewächse als eine Unterfamilie gehandelt, nämlich die Aliaceae. Innerhalb dieser Familie gibt es nur eine einzige Gattung, nämlich die Gattung Allium. Eine Gattung fasst mehrere Arten zusammen
Und mehrere Gattungen bilden üblicherweise dann auch wieder eine Familie. Und Allium ist der lateinische Gattungsname aller Lauchgewächse. Zu dieser Gattung gehört demnach auch hier dieser Schnittlauch, Allium schönobrasum, der in diesem Fall röhrige Laubblätter hat. Das ist ein Teil im Bestimmungsschlüssel, der dann auch abgefragt wird. Also manchmal spricht man auch von einem unifazialem Laubblatt, also eins, was keine Symmetrieebene hat, sondern eben rund ist. Dann haben diese Blütenstände, so wie auch unser Bärlauch, oft eine Scheindolde. Das ist ein Familienmerkmal. Es sieht eigentlich aus wie eine Dolde, also als ob alle Blüten einem Punkt entspringen. Und von dem her wird hier zum Glück nicht weiter unterschieden zwischen Dolde und Scheindolde. Das ist einfach nur der Fachbegriff dafür. Wenn man weiter im Bestimmungsschlüssel geht, wird gefragt nach einem Blütenstand mit Brutzwiebeln und Blüten. Das sieht man hier beim Schnittlauch. Wenn Sie mal eine Schnittlauchblüte so berühren und in den Fingern drehen, dann merken Sie, dass diese Brutzwiebeln, also kleine junge Zwiebelchen, ausbildet, die dann abfallen können und auch wieder neu austreiben können. Hier unser Bärlauch, der hat keine Brutzwiebeln, sondern eben Blüten, die auch in so einer Scheindolde stehen. Also muss man im Bestimmungsschlüssel weiter, wo steht, dass eben keine Brutzwiebeln vorhanden sind. Die Staubfäden sind auch nicht besonders ausgestaltet. Das kommt als nächster Schritt im Bestimmungsschlüssel. Das gibt es bei manchen Alliumarten, dass die Staubfäden noch so zwei Zipfel an der Seite haben oder verdickt sind. Die Doldenhülle ist einblättrig, nie geteilt und nie länger als die Dolde. Das sieht man hier ganz schön. Die Doldenhülle ist dieses Hochblatt. Manchmal spricht man in dem Fall auch von der Spata, dass die Dolde am Anfang, bevor die Pflanze aufblüht, einhüllt. Ja, die Blätter sind gestielt. Das ist sehr wichtig, dieses Merkmal, vor allem wenn man die Pflanze nicht mit den giftigen Maiglöckchen verwechseln will. Sie sind grundständig, also sie entspringen dem Grund und sie sind flächig, breit. Wir wissen von anderen Alliumarten, dass die Blätter auch rund sein können. Ja, und wenn man diese Sachen alle weiß, landet man beim Bärlauch. Und wenn Sie diese Schritte nun durchgegangen sind mit Ihrem Bestimmungsbuch, dann können Sie auch andere Amaryllidaceae bestimmen. Bitte beachten Sie, dass alle Amaryllis-Gewächse, die nicht zur Gattung Allium gehören, also nicht zu den Lauchgewächsen gehören, unterständige Fruchtknoten haben. Das sieht man hier am Beispiel vom Schneeglöckchen Galanthus nivalis, welches auch in die Familie der Amaryllidaceae gehört. Natürlich ist ein ganz, ganz wichtiges Erkennungsmerkmal beim Bärlauch der Geruch. Allerdings muss man dabei höllisch aufpassen. An so einem Standort wie diesem kann es durchaus vorkommen, dass hier auch mal Maiglöckchen dazwischen stehen. Die Blätter stehen zum Teil direkt nebeneinander. Und wenn die Pflanzen noch nicht blühen, Maiglöckchen blüht zudem etwas später als der Bärlauch, wie der Name auch schon sagt. Und dann ist es sehr gefährlich, die Pflanzen zu verwechseln. Die Maiglöckchen sind giftig. Also da bitte aufpassen. Und ich habe schon öfter gehört, dass die Leute dann sagen, naja, das erkennt man doch am Geruch. Aber wenn sie mal 50 Bärlauchblätter gesammelt haben, riecht alles an ihnen nach Bärlauch. Und man kann nicht mehr unterscheiden, ob die nächste Pflanze, die man pflückt, nach Bärlauch riecht oder nicht, weil sowieso die Hände schon sehr stark nach Bärlauch riechen. Also das ist kein zuverlässiges Bestimmungsmerkmal in diesem Fall. Wenn Sie den Bärlauch zum Verzehr sammeln, dann passen Sie wirklich bitte auf, dass Sie keine Maiglöckchenblätter sammeln. Die Maiglöckchenblätter sind durch digitales Glycoside vom Carotenoid-Typus und auch weitere Giftstoffe wie Saponine in allen Teilen stark giftig. Also es kam schon angeblich immer wieder auch zu tödlichen Unfällen.
Bei der Berührung der Pflanze kann es auch schon zu Hautreizungen kommen. Also da bitte einfach aufpassen. Hier ist ein Bild vom Maiglöckchen mit der Blüte. Das ist natürlich ganz leicht zu erkennen. Aber auch wie der Bärlauch ist es eine monokotyle Pflanze, gehört zur Familie der Spargelgewächse. Asparagaceae ist also eine andere Familie. Wenn die Pflanze noch nicht blüht, dann sehen die Blätter so aus. Und das stimmt schon, dass man das durchaus, gerade wenn man so ein bisschen schnell, schnell macht, mit dem Bärlauch verwechseln kann. Ein unverwechselbares Merkmal ist aber, dass die Pflanzen des Maiglöckchens immer so ineinander gerollt sind, also die Blätter. Die sind niemals gestielt und stehen nicht einzeln. Und das ist wirklich ein gutes Merkmal, dass Sie darauf achten, die Blätter wachsen immer so wie hier auf dem Bild, so eingerollt. Und da also bitte aufpassen, wenn Sie den Bärlauch sammeln. Ja, sicher wissen Sie, dass alle Lauchgewächse wie Zwiebeln, Knoblauch und auch der Bärlauch sehr gesund sind. Das liegt unter anderem an dem in den Lauchgewächsen enthaltenen Allein. In den Lauchgewächsen ist nicht nur das Allein, sondern auch das Allein-spaltende Enzym Alleinase. Der Witz dabei ist aber, dass diese beiden Allein und das Allein-spaltende Enzym Alleinase in zwei verschiedenen Zellkompartimenten sind. Allein ist in intakten Zellen in der Regel im Zytoplasma gespeichert und die Alleinase dagegen in den Vakuolen. Und wenn da jetzt so ein Tierchen kommt oder ein Mensch und dran knabbert, dann trifft das Enzym auf das Allein und das Allein wird gespalten und es entsteht das Allicin. Und dieses Allicin wirkt wiederum sowohl in der Pflanze als auch bei uns, wenn wir die Pflanze essen, antibiotisch gegen Parasiten und Mikroorganismen und auch bestimmte Fressfeinde, auch gegen Insekten. Und genau aus diesem Grund sind diese Lauchgewächse auch so gesund, weil wir die antibiotisch wirksamen Allicine essen.